Moin meine Secrets-Freunde, willkommen zu dieser Flaschenpost. World of Warships hat wieder neue Nachrichten draußen. Der 8-Wenz-Kalender. tägliche Weihnachtsaufträge, davon haben wir noch gar nicht berichtet. Wir hatten ja bis jetzt nur die Testserver-Sachen beleuchtet und da kam der 8-Wenz-Kalender noch nicht so vor. Ich möchte mit euch einmal zusammen durchgehen, welche Aufgaben hier Wargaming für uns bereithält und was man dann am Ende gewinnen kann. Oh, fangen wir oben an. Also es ist ein Kinderspiel. Es gibt insgesamt 20 Aufträge. Ja, genau, 20 Aufträge. und davon müssen mindestens 15 abgeschlossen werden. Das heißt, von den 20 Tagen fahrt ihr mindestens 15 Tage und schließt die Aufträge ab. Dann habt ihr die Chance zu gewinnen. Ja, alle Schiffe können von der Tierstufe 4 bis 10 gefahren werden in Zufallsgefechten und gewetteten Gefechten. Vom 21. Dezember 6 Uhr, also morgen früh, bis Januar den 10. 6 Uhr morgens. Jeder Auftrag beginnt 6 Uhr und wird nur an diesem Tag verfügbar sein. Tag 1, ganz einfach, gewinnt ein Gefecht. Wenn man ein paar Gefechte fährt, hat man das auf jeden Fall schon mal drin. Gibt eine Signalfrage vom Drachen, 333%. Weiter geht's, verursacht über beliebig viele Gefechte hinweg 3 Brände. Sollte auch kein großes Problem sein. Seele des Ozeans gibt es dann als Geschenk. Am 23., den Tag vor Weihnachten. Punkt. Trefft über beliebig viele Gefechte hinweg 3 gegnerische Zitadellen. Sollte für den einen schneller, für den anderen weniger schnell zu machen sein. Hat schon ein bisschen mehr in sich, aber sollte trotzdem machbar sein, denke ich. Am 24. Dezember. Verursacht über beliebig viele Gefechte hinweg 2-mal eine Überflutung an gegnerischen Schiffen. Also heißt Torpedotreffer, da muss nicht mal ewig lange laufen, sondern einfach nur das blaue Symbol mit eingeblendet werden. Fertig. So, dann haben wir verursacht über beliebig viele Gefechte hinweg 30.000 Schaden mit den Hauptgeschützen. Easy Ding, ja, ein Gefecht gefahren, 30.000 Schaden machst du ja fast immer, wenn du nicht gerade Zerstörer fährst unbedingt. Weil bei den Zerstörern nutzt man bis auf den Amerikaner und einige andere Kanonenboote sozusagen die Hauptgeschütze ja nicht so sehr. Am 26. schießt über beliebig viele Gefechte hinweg 10 Flugzeuge ab. Auch geil, jeweils überall einmal Wavern drin, einmal Valentinstarnung und so weiter. Ihr seht das, trefft über beliebig viele Gefechte hinweg gegnerische Schiffe mit 3 Schiffstorpedos. Ist am 27. Dezember dann nötig. Ich muss an dem Tag wieder arbeiten, leider. Wird also ein bisschen anstrengender, muss Zerstörer fahren. Sollte aber eigentlich eine machbare Sache sein, wenn man so 2-3 Gefechte durch hat. Weil es gibt ja immer wieder Zerstörergefechte, wo man dann Pech mit den Torpedos hat. Also ich schaffe zumindest nicht immer, Torpedos ins Ziel zu bringen. So, am 28. Dezember gewinnt und überlebt ein Gefecht. Rastloses Feuer. Am 29. Verdient 1500 Grunderfahrungspunkte. Das ist halt vor der Anwendung von Multiplikatoren. Ist ja klar, Basis-EP ist quasi das, was in der Tabelle auf dem zweiten Reiter angezeigt wird. Das sind die Basis-EP, die ihr verdient. Oder Grunderfahrung. Daraufhin werden die Modifikatoren von den Tarnungen und so weiter halt komplett berechnet. Am 30. zerstört über beliebig viele Gefechte hinweg 2 gegnerische Schiffe. Ist auch eine nachvollziehbare und einfache Geschichte, denke ich. Dann holt euch in einem einzigen Gefecht 40 Ordensbänder. Das heißt am Ende, ihr nehmt eine Fidschi, ihr nehmt eine Leander, ihr nehmt eine Edinburgh oder sowas ähnliches. Stellt euch in Nebel, sucht euch ein Schlachtschiff, ballert da ein paar Mal drauf. Ne? Ihr habt ja 4 Türme, 3 Rohre, 12, das macht er 4-mal. Und die treffen alle, habt ihr 40 Ordensbänder, weil jeder Mumpeltreffer ein Ordensband ist. So, gibt Großwildjäger. Seht ihr hier, was das dann auch für Bonis sind. So, dann Neujahr, 1. Januar. Über beliebig viele Gefechte hinweg, 30.000 Schaden mit Torpedobombern. Gut, wer kein Flugzeugträger fährt, kann es nicht machen, also kann ich es nicht machen, weil ich normalerweise keinen Flugzeugträger fahre. Ich habe einen T6-Träger, vielleicht, naja, mal gucken, weil ich mich am 1. Januar dazu hinreißen lasse, Flugzeugträger zu fahren und so das neue Jahr zu beginnen, weiß ich nicht. Gut, 2. Januar, 75 mal gegnerische Schiffe mit Hauptgeschützen treffen. Ist das gleiche, kann man der Edinburgh, eine Fidschi oder sowas ähnliches nehmen, halt ein schnell schießendes Schiff. Dann 75 Hits, das ist sowas wie 40 Ordensbänder, bloß dass man das halt hier mit Treffern machen muss. Da gibt es dann auch wieder eine Lackierung dazu.
Am 3. Januar erhaltet in einem siegreichen Gefecht die mindestens 5 meisten Erfahrungspunkte. Also ihr seid in den Top 5 in der Endabrechnung von der Erfahrung her und schon habt ihr die am 3. Januar erfüllt. Am 4. Januar verdient über beliebig viele Gefechte hinweg 100 Ordensbänder, auch so eine Fidschi-Belfast-Runde, sage ich jetzt mal, Fidschi-Belfast-Edinburgh, irgendwie sowas. Da, wo du viele Ordensbänder machen musst, musst du einfach nur ein Schiff haben, was schnell schießen kann. Weil du halt, wie gesagt, für jeden Mumpeltreffer einen Ordensband kassierst. So würde ich es machen. Das ist meine persönliche Idee. So, dann Tag 16. Verdient über beliebig viele Gefechte hinweg 150.000 Credits-Punkte. Dann nimmst du einmal die Missouri, bist da auch damit lang. Und wer andere Premium-Schiffe hat, sollte dann die Premium-Schiffe nehmen. Die Credit-Punkte sind ja relativ schnell verdient, sage ich jetzt mal. So, und dann... Was haben wir hier? Beliebig viele Gefechte hinweg, ein Brand und eine Überflutung. Ja, gut. Anzünden und überfluten sollte auch möglich sein, wird aber nicht ganz so einfach, weil du brauchst ja ein Schiff, was dann in dem Gefecht angezündet hat und dann musst du noch Torpedotreffer machen. Kann sein, dass man das vielleicht nicht so unbedingt hinbekommt. Weiß ich nicht. Also wird... Ich glaube nicht, dass ich das in jedem zweiten Gefecht hinbekomme. Ein Schiff anzuzünden und eine Überflutung zu machen, mal gucken. So, am 7. Januar fügt über beliebig viele Gefechte hinweg 3 Schiffsmodulen Schaden zu. Gut, HE-Granaten ausgepackt, fertig. Sollte dann auch machbar sein, ne? Ob nur Flak oder Geschütze oder whatever, dann 3 Schiffsmodule, dann habt ihr da schon eine ganz gute Chance. Also ich denke mal, HE-Granaten sollte halt machbar sein. So, und dann am 8. Januar zerstört ein gegnerisches Schiff und gewinnt dieses Gefecht. Auch möglich. Ist jetzt, muss jeder für sich selber so ein bisschen abwägen, wie seine Erfahrung in den letzten Tagen war. Würde für mich passen, würde für mich machbar sein. Und der 20. Tag schießt in einem einzigen Gefecht 5 Flugzeuge ab und gewinnt. Naja, also einen guten Flugabwehrkreuzer oder Flugabwehrdampfer sollte möglich sein, wenn man dann vielleicht auch mal ein bisschen mal in einer Sekunde gezielt in Richtung Flugzeuge fährt. Ich denke, das ist möglich. Ja, gibt es ein Hydra dafür. Und wenn man von den 20 Aufgaben, die ich jetzt vorgelesen habe, 15 erfüllt hat über die letzten 20 Tage, gibt es 2 Supercontainer. Und was da drin sein kann, das ist ja klar. Schiffe, alles Mögliche an Dublonen, glaube ich auch. Also alles Mögliche an spaßigen und lustigen Sachen. Lohnt sich also unbedingt an diesem 8-Vents-Kalender teilzunehmen. Hier oben mit dem Motto. Das fand ich auch ganz lustig. Wünscht euch Frieden, bereut euch Krieg vor. Naja, passt eben zu World of Warships. Okay, das soll schon wieder gewesen sein für dieser Flaschenpost. Ich hoffe, ihr konntet euch vielleicht die eine oder andere Idee liefern, wie man diese Aufgaben erfüllt. Wünscht euch einen angenehmen Abend, einen angenehmen Tag und vor allem ein besinnliches Weihnachtsfest. Ne? Kommt gut durch die Tage. Bis dahin, euer Macher, euer Seacross-Team. Ciao, ciao.